Ich grüße Sie am Dienstag, dem 5. April 2016 um 15 Uhr, wie jeden Dienstag, 15 Uhr, Live-Trading und Markttechnik. Wir schauen uns den DAX, den Dow, Gold, Euro-Dollar und vieles weitere mehr an mit unserem Daytrader Jochen Schmidt. Noch spricht Berlin, Jens Schanowski. Ich grüße Sie. Mir gehören die Proforma-Dinge wie Titel des Webinars, Bänder und weitere Anfangs. Proforma, wie zum Beispiel Risikohinweis. Es geht bei Admin Markets immer um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte, wie bei allen Hebelprodukten, egal ob Sie sonst Optionsscheine, Hebelzertifikate, Futures oder eben Forex und CFDs betrachten. Der Hebel multipliziert Gewinne, aber auch Verluste, wenn Sie auf der falschen Seite vom Markt sind. Ist deswegen nicht für jeden geeignet. Bevor Sie mit echtem Geld loslegen, starten Sie vielleicht mit einem Demokonto, machen Sie mit dem Hebeleffekt vertraut und wenn Sie sich dann sicher fühlen, gerne mit einem Echtgeldkonto. Execution only, bitte nichts, was Sie bei uns sehen, als Anlageberatung missverstehen wollen. Das gibt es bei uns niemals. Wir werden immer nur allgemeine Marktinformationen geben, allgemeine Informationen. Wir können aber Ihre persönliche Situation nicht berücksichtigen. Deswegen Execution only, keine Anlageberatung. Wenn Sie mit echtem Geld traden, werden Sie jede Trading-Entscheidung vollkommen autark und selbsttätig treffen. Dann hat sie auch schon das Bild von Jochen Schmidt aufgebaut, Ihr Moderator heute, der Hauptmoderator, der gleich in ein, zwei Minuten übernehmen wird. Wenn Sie Fragen an Jochen haben, wenn Sie etwas genauer erläutert bekommen möchten, Ihre Wunschmärkte, bitte alles live im Webinar jetzt mit Ihrer Tastatur schreiben und wenn es für alle relevant ist, lesen wir es laut vor oder rufen den Wunschmarkt auf und Sie kriegen live im Webinar Ihre Antwort. Das machen wir nicht nur heute, sondern über 10 Mal in der Woche, 2-3 Mal die Woche mit Jochen Schmidt und auch 7, 8 andere Webinare jede Woche können Sie live erleben. Schauen Sie sich mal um über unsere Webseite. Link ist eingeblendet. Sehen Sie alle kostenlosen Webinare-Angebote von uns in deutscher Sprache. Wenn eines zeitlich nicht passt, wenig später, fast alle auch auf unserem YouTube-Kanal nochmal zum Anschauen auch hinterlegt. Reden ist Gold. Ja, testen Sie unser Angebot. Viele, viele Vorteile existieren. Schauen Sie sich auf admiremarkets.de an. Unser Bestseller ist natürlich der DAX. Verlässlicher Spread von 8 bis 22 Uhr, ein Punkt, keine Zielspreads oder Upspreads, wie viele andere es immer ausdrücken, was dann öfter auch mal bedeutet, 2, 3, 4, 5 Punkte im DAX, bei uns wirklich immer verlässlich, ein Punkt in der Zeit von 8 bis 22 Uhr. Und wenn Sie Fragen haben, die nicht im Webinar hergestellt werden möchten oder später ist einfallen, per Telefon, per E-Mail, Facebook und YouTube, einige Kanäle, wie Sie auf uns zukommen können, auch hier gerne einmal eingeblendet. Das war es fast schon von mir, aber noch die Neuigkeiten, die natürlich immer auf der Webseite auch hinterlegt sind. Wenn Sie uns noch nicht mit einem Live-Konto kennen, vielleicht woanders bisher traden, ist jetzt momentan eine schöne Gelegenheit, vielleicht doch mal den Schritt zu machen, zu wechseln. Es gibt nämlich für alle Neu- und Bestandskunden momentan jetzt wieder einen Einzahlungsbonus bis zu 50%. Wenn Sie auf unsere Webseite gehen, können Sie mit dem Bonus-Meter auch mal ein bisschen spielen. Ihre Summe, die Sie einzahlen, bestimmt dann auch, was im Bonusbetrag on top draufkommt. Alle weiteren Details hier natürlich hinterlegt. Also bei gängigen 5.000 Euro, die so gängig sind bei vielen, die starten, würden Sie 2.000 Euro Bonus on top dazu bekommen. Komplette Bedingungen hier zum Nachlesen natürlich auch hinterlegt. Alles bleibt, beste Spreads, beste Regulierung, bester Service und on top der Bonus, wenn Sie denn möchten. So. Damit aber genug von meiner Seite. Hallo Jochen, ich grüße dich. Du hast das Wort, du hast den Bildschirm. Legen wir los. Vermutlich traditionell starten wir mit einem Blick auf den DAX. Jawohl, hallo Jens, hallo miteinander, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Traderinnen, liebe Trader. Dankeschön, es kommen Komplimente schon Anfang an hier zur Webinarserie rein. Das motiviert, ja. Und Sie hören, meine Stimme ist besser, der Husten ist auch fast nicht mehr da. Aber ich wette, während des Webinars hätte ich bestimmt einen Hustenanfall bekommen und werde dann entsprechend kurz lautlos stellen. Aber ich hoffe, dass es jetzt endlich wieder aufwärts geht hier mit diesen Erkältungsgeschichten. Wir fangen an mit dem DAX und ich analysiere den Markt auch ganz kurz durch. Für diejenigen unter Ihnen, die neu dabei sind, also wir analysieren die Märkte, wir machen Ihre Fachfragen, wir machen auch Ihre Wunschmärkte. Allerdings achte ich darauf, ob wir nicht den einen oder anderen Trade auch machen können, entsprechende Setups da sind. Ich erkläre dann auch, warum ich einen Trade mache und ich erkläre auch, warum ich keinen Trade mache. Ja, und der DAX selber, wir erkennen es, wir haben mehrfach das besprochen, dass wir vom großen Abwärtstrend ausgehend hier meines Erachtens eine Art korrektiven Aufwärtstrend sehen, der die ganze Zeit im Markt war. Das hier ist die 10.000er-Marke, der Bereich, an dem die Kurse erstmal nicht rüberkamen und jetzt dreht der Markt hier runter. Das Problematische oder die Frage, die in diesem Moment, sage ich mal, im Raum steht, ist einfach die, ist dieser Abverkauf hier nur die Korrektur des Aufwärtstrendes hier? Der wäre, wenn man es so betrachtet, eigentlich schon gebrochen, also dass der
dass wir trendlos sind, jetzt untergeordnet, oder ist diese Abverkaufsbewegung die neue Trendbewegung von groß? Denn der große Abwärtstrend ist noch intakt. Das ist die entscheidende Frage hier. Und entsprechend, sage ich mal, ist das Umfeld, wenn man jetzt traden möchte, wo ich wirklich zur Vorsicht rate. Dass man sagt, okay, so richtig short gehen, keine Ahnung, könnt ja den da machen. Also wenn man hier Positionen eröffnet, egal ob long oder short, sollte man meines Erachtens das vorsichtig machen und mit kleinen Risiken. Ich habe hier einen Trade offen im Dow Jones, Moment, ich zeige es mal gerade kurz, wo ich jetzt wirklich unter Nichtbeachtung aller Regeln einen Long Trade eröffnet habe, vorhin schon. Ja. Wir kriegen um 16 Uhr Nachrichten, den ISM-Dienstleistungsindex, wenn man die Tagesvorbereitung macht, weiß man das, kann sein, wir haben jetzt Dümpelmarkt die ganze Stunde, aber ich sage mal so, ich habe ja nur einen CFD drin, das ist ein Risiko von knapp 50 Euro oder sowas. Wenn der nachher durchziehen sollte, wäre ich sehr, sehr glücklich, wenn er nach unten durch ist, verliere ich nicht viel, bezogen auf unser Konto und das wäre also immer als oberster Hinweis, wenn die Risiken klein sind, braucht man nicht durchdrehen, braucht man nicht genervt sein, sondern kann dem Markt entspannt zuschauen. Also zurück zum DAX. Das ist das große Bild. Wir haben hier diese Bewegung runter. Nochmal, das kann alles Mögliche sein. Es kann die neue Trendbewegung sein oder es könnte nur die Korrektur sein eines sich größer in den Markt ergebenden Aufwärtstrends. Die 10.000 ist im Moment mehr oder weniger die magische Grenze oder auch der Widerstand. Ja. Auf dieser Stunde sehen wir, wir haben einen weit gelaufenen Abwärtstrend hier drinnen. So, der macht gerade Spirenzchen in Form von einer Keilformation. Man könnte auch sagen, er hat Innenstäbe. Und das ist jetzt der berühmte Punkt, sollen wir hier was machen oder nicht. Im Dow habe ich ja diesen Long Trade eröffnet, allerdings unter einem anderen Ansatz, wie jetzt im klassischen kurzfristigen Handel, wie ich es im DAX machen würde. Auch hier muss ich sagen, habe ich so meine Probleme, soll ich short weiterhandeln? So richtig überzeugt bin ich nicht davon, obwohl es eine Fortsetzungsformation ist in der technischen Analyse, so eine Kahlformation. Für Long gehen habe ich eigentlich noch keine richtigen Signale. Und wieder einmal haben wir das Dilemma von Jochen Schmidt, dass er sagt, ich weiß nicht so recht, was ich machen soll. Allerdings als kurzfristiger Trader würde ich in diesem Moment durchaus einen Short Trade eröffnen, aber wirklich einen ganz schnellen, und zwar von hier oben bis hierhin oder, wenn es gut läuft, bis darunter. Ja, das ist jetzt der klassische kleinste Trend, den ich benutze und auf dessen Fortsetzung ich gehe und sage extra dazu, das Marktumfeld ist gerade echt so, dass man hier auch tierisch eins auf die Mütze bekommen kann, wenn man es übertreibt. Für mich ist jetzt eines wichtig bei diesem Trade, der sollte hier möglichst nicht nach oben ziehen. Wenn er das macht, mache ich ihn sofort zu. Idealerweise würde der hier nochmal ein bisschen tandeln und dann Bewegung bekommen. Wenn es so läuft, das klasse. Wenn nicht, wie schon gesagt, mache ich zu. Ich habe hier einen Stoppabstand von 15 Punkten. Also auch hier ist das Risiko halbwegs vertretbar. Jens, ich gebe zurück zu dir für Fachfragen und Wunschmärkte und dergleichen. Gerne. Eine erste allgemeine Frage. Hallo Herr Jochen, ist es nicht besser, wenn man sich auf drei oder vier Märkte spezialisiert, als ständig in jedem Markt Signale zu suchen und zu traden? Weil jeder Markt bewegt sich anders. Auf welche Märkte haben Sie sich spezialisiert? Ja, auch wieder ein Gruß an Rezo. Ich sage es einfach mal, ja, seine Fragen sind immer da. Ich freue mich drüber. Also ist so, ich habe mich auf gar keinen Markt spezialisiert. Das Markt spezialisieren, ich kenne einige Trader, die machen das. Ich habe das früher auch getan, muss aber eines sagen, jeder Markt verändert sein Gesicht. Also ich habe Märkte, die ich längere oder kürzere Zeit bevorzuge, weil schöne Trendläufe da sind. Und wenn die Trends eben beginnen zu wechseln, suche ich mir andere Märkte. Also ich habe jetzt keine Lieblingsmärkte oder dergleichen. Oder ich kann jetzt auch nicht sagen, ich bin der große DAX-Trader, ich bin der große Dow-Trader. Ich schaue nach Märkten, die sich gut bewegen und die für mich ein gutes Bild abgeben im Sinne des Trendaufbaus. Ja. Deswegen, das macht jeder eigentlich, wie er denkt. Wie schon gesagt, früher war ich etwas mehr fixiert auf Märkte oder auf einen bestimmten Markt, habe aber da manchmal übersehen, dass nochmal diese berühmten Wechselphasen kommen, wo dann wirklich alles kaputt geht, was man vorher verdient hat. Deswegen nochmal, ich schaue verschiedene Märkte durch, richte mich da immer nach einem großen Bild. Und natürlich, was die Webinare angeht, es ist ganz klar, weil wir hier viele unterschiedlich geschichtete Trader auch dabei haben, vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen, springe ich ein bisschen hin und her, mache auch ja diese Wunschmarktanalysen. Da soll jetzt aber nicht das Bild entstehen, dass man jetzt gehetzt ja, vom einen zum nächsten Markt springt, ständig, sage ich mal, auf der Suche oder auf der Lauer nach dem Trade des Jahrhunderts. Ja, das soll so bitte nicht rüberkommen. Okay, ja, zu unserem Trade hier, man erkennt, richtig Schub kommt nicht auf. Aber im Moment sieht es danach aus, ob der vielleicht wirklich vielleicht bis zu diesem Tiefbereich kommen könnte. Schauen wir mal. Was hier jetzt sehr wichtig ist, und übrigens an der Stelle bitte nicht nachtraden, nochmal, wir haben 16 Uhr Nachrichten. Es kann sein, der Markt verläuft die ganze Zeit in der Seite. Und das sind so die typischen Phasen, wo man sich gerne vor allem als Anfänger verbluten
verbluten kann, wenn man einen Trade nach dem anderen in den Markt reinpfeffert. Und wie ich sagte, mich würde es nicht wundern, wenn der nochmal hochkommt. Also hier, wenn er diesen Hochbereich überschreitet, würde ich den Trade sofort zumachen, sofern ich jetzt ihn beobachten kann und ich wohl irgendwo in einem anderen Markt unterwegs bin. Schauen wir mal, was dabei herauskommt. Ja, Jens, zurück zu dir. Dann kommen wir zum Euro-Dollar. Ein Teilnehmer schreibt, Tonwiedergabe teilweise katastrophal. Also von unserer Seite ist alles gut zu hören. Für alle, die ab und zu Tonprobleme haben, in der Regel ist es so, dass es diese Webinar-Software Citrix ist. Von allen uns bekannten Softwareanbietern das Beste für Webinare, was vieles kann. Die allermeisten anderen Anbieter von Webinaren nutzen auch Citrix, aber ab und zu, weil es Voice over IP ist, muss man mal gucken. Ab und zu, wenn es gar nicht geht, ausloggen und einloggen hilft meistens. Generell aber für die allermeisten müsste es okay sein vom Ton. Also kommen wir zum Euro-Dollar. Und gerade schreiben zwei andere, Ton heute super. So unterschiedlich kann es sein. Manchmal spielt auch die lokale Internetqualität eine Rolle. Man mag das alles nicht glauben im Jahr 2016, aber die lokale Internetqualität ist Kilometer für Kilometer Quadrat in Deutschland ganz, ganz unterschiedlich. Weiter mit dir, Euro-Dollar. Ja, danke. Nee, ich muss dem Jens zustimmen. Wir haben ja am Anfang dieses Problem gehabt, dass der Ton wirklich schlimm war durch ständige Unterbrechungen oder komische Tonfrequenzen. Deswegen komme ich übers Telefon. Vielleicht empfindet derjenige, dass ich über die Telefonleitungen komme, als recht, sag ich mal, niedrige Qualität mag sein, aber dafür kann man mich zumindest flüssig und am Stück hören. Gut, also ich springe jetzt in einen anderen Markt. Nochmal, ja, ich kann den Markt jetzt hier gerade nicht beobachten, wie ich will. Ich arbeite hier nur mit einem Monitor, auch wegen der Webinar-Software. Falls der also schnell nach oben kommt, ich würde, wenn ich kein Webinar hätte, anders reagieren können wie jetzt. Wir gehen rüber zum Euro-US-Dollar. Auch hier mal aufs große Bild. Und was sehr schön zu sehen ist, Moment, hier auf dem Tageschart, ich hatte ja die ganze Zeit gesagt, das ist ein toller Markt zum Traden, weil schöner Trend, untergeordnet, großer Trend im Markt, macht eine Korrektur, zweiter Bewegungsschub in Richtung des Hochs oder darüber. Sehr, sehr schön gelaufen. Man kann auch sagen, eine Ballkönigin, aus der Markttechnik-Sicht eine Ballkönigin. Astrein ist es nicht eine, aber sie hat schon Züge davon. So, was sehen wir? Wir haben eine weit gelaufene Bewegung. Die 1,14 ist hier der große Widerstand, wo die Kurse erstmal nicht rübergehen, sondern in eine Korrektur übergegangen sind. Wir sind hier im Korrekturhandel. Und natürlich kann es sein, dass um 16 Uhr sich dieses Bild vielleicht fortsetzt. Ich würde mal davon ausgehen, dass der Kurs kurz nach unten kommt und wenn er dann nach oben zieht, würde ich versuchen, zur 1,14 oder darüber zu gehen. Ja? Frei nach dem Motto, ich folge dem Trend aus der Korrektur. Und jetzt bitte nicht nachtraden nach um 16 Uhr im blinden Markt reinspringen, nur weil ich hier eine Trading-Idee äußere. Spätestens wenn der Markt zu schnell, zu hart nach unten kommt, würde ich davon die Finger lassen. Aber das wäre jetzt so mein Ansatz, wenn ich das hier so anschaue. Wichtig ist halt, ob wir hier rüberkommen, ja oder nein. Ja. Und wichtig ist auch, ob man jetzt einschätzt, ob diese Korrektur hier ausreichend ist oder eben nicht. Und das definiert jeder selber. Ich hätte es gerne, sage ich mal, wenn der Markt so bliebe und um 16 Uhr dann beginnt, die ersten Anstalten zu machen, hochzulaufen. Ich gehe mal runter aufs große Bild. Wir halten also fest, wir sind im Korrekturmodus. Auf der Stunde präsentiert sich der Markt auch mal wieder von seiner schönsten Seite, ja, viel Spaß im Totschlagsmarkt. Also man erkennt, wir haben eine Range, wir haben eine Seitenphase hier und das, was hier läuft, ist nichts anderes als das Geplänkel innerhalb der Seitenphase. Kann sein, der rutscht nochmal kräftig runter und das wäre mir am liebsten nochmal hier in diesem Bereich, würde ich nachher gerne auf der Lauer legen. Man kann ja auch hergehen und sagen, in Ordnung, wenn so eine Trading-Idee im Kopf ist, und man jetzt nicht unbedingt die Zeit hat, davor sitzen zu wollen, kann man ja auch mit einer kleinen Position hergehen und sich per Buy Limit in den Markt, sag ich mal, reinbringen, wenn die Kurse wirklich zu diesem Tiefbereich laufen sollten. Ich mache das jetzt einfach mal, nicht, dass uns was entgeht, ja, falls es nachher wirklich so kommen sollte. Vielleicht hat der Jens noch 2-3 Minuten extra nachher um 16 Uhr, dann können wir vielleicht sehen, wie die Nachricht in den Markt kommt. Wollen wir mal hoffen, dass mehr Bewegung entsteht wie jetzt gerade eben. Ne? Also untergeordnet haben wir hier im Abwärtstrend drin, gar keine Frage. Den zu handeln will ich gerade nicht. Ich möchte echt sehen, wenn der Kurs sich bewegen sollte, dass er erst nach unten kommt und dann wäre es natürlich perfekt, wenn er den Aufwärtstrend wieder aufnimmt. Achtung für die Fortgeschrittenen unter euch oder Ihnen. Ja, ich überspringe gerade Trendgrößen und ich bezahle dann auch den Preis, wenn das Ding durchrutscht. Ja? Also ich bin mir voll bewusst darüber, dass das jetzt nichts mit sauberem Handel zu tun hat, was ich hier mache, sondern das ist rein die Möglichkeit in den Markt, einfach nur reinzukommen. Ja. Der Stop liegt nicht richtig, er müsste eigentlich hier liegen. Das mache ich jetzt einfach mal so. Gut, in Ordnung. Euro-US-Dollar, also im Moment bitte nicht, möchte ich keinen Trade machen. Hier im DAX schauen wir mal, wie die Sache weitergeht. Ja, der Markt verläuft genauso.
Wie ich immer Bauchschmerzen bekomme. Aber, Moment, wo sind wir denn jetzt? Wir sind ja, glaube ich, in dem Zielbereich. Jetzt haben wir wieder diese Kursverzögerungen. Da kann ein Admiral nichts dafür. Das haben wir jedes Mal, wenn das Webinar am Laufen ist. Ich sagte ja vorhin, idealerweise läuft er hier bis in diesen Bereich oder in diesen Bereich rein. Also das ist kein richtiger Bewegungsschub, den ich hier sehe. Das gefällt mir überhaupt nicht. Deswegen gehe ich jetzt her und werde mich definitiv von einem Teil des Trades trennen. Wir haben einen kleinen Gewinn gemacht, ja, weil ich könnte mir gut vorstellen, wenn da jetzt echt kein Schub entwickelt darunter, dass wir vielleicht das Gegenteil sehen. Dass der hier hochkommt und die Geschichte von oben wieder losgeht. Also nehme ich im Moment das Risiko raus. Ist jetzt eh nicht der Trade des Jahrhunderts, den ich hier gemacht habe. Eher, sage ich mal, wenn wir ein Webinar haben und hier die Möglichkeit besteht, in diesem Bereich darüber, hier links nochmal gucken, dass wir da runterkommen. Aber wie der verläuft, gefällt mir nicht und dann mache ich sofort mein Risiko klein. Das mache ich gerne. Selbst wenn man dann Verluste hat, ja, oder eben nur einen minimalen Gewinn, man verliert nicht viel und bleibt schön ruhig und entspannt, um später vielleicht in den Markt einzusteigen, wenn er dann bessere Läufe hinlegt. Okay, Jens, zurück zu dir. Eine allgemeine Frage an dich. Hallo Herr Schmidt, handeln Sie auch Aktien diversifikativ aus Sicht der Markttechnik? Nein, das mache ich nicht. Hat schlichtweg damit zu tun, dass ich eine faule Socke bin. Ich habe ein paar Aktien, sage ich mal, als klassische Investments. Aktiv mit Aktien handle ich weniger. Das hat schlichtweg damit zu tun, dass wenn man, sage ich mal, mit Aktien handelt, ist auch diversifikativ im Sinne der Markttechnik, dass man da, sage ich mal, Gelder auf den Tisch legen muss, die ich zwar legen könnte, aber eigentlich gar nicht will. Ich handle sehr, sehr gern mit den Hebelinstrumenten wie die CFDs, was den Forex-Markt angeht. Mir ist das viel, viel lieber. Ich weiß, dass es jetzt, sage ich mal, keine Wertung ist. Bitte nicht missverstehen. Es gibt genügend Leute, die handeln Aktien diversifikativ im Sinne der Markttechnik. Ist okay, mache ich aber weniger. Also ist einfach nicht der Part, den ich jetzt dafür, wie sagt man dazu, als meines auserkoren habe. Aber um Gottes Willen, ich habe nichts dagegen. Und ich denke, die meisten, die jetzt die Frage gehört haben, werden den Aspekt der Diversifikation im Sinne der Markttechnik nicht richtig einordnen können. Der Vorteil liegt einfach darin, wenn man zum Beispiel in den Forex-Märkten oder in den Aktienindizes oder in den Futures keine guten Setups findet, dass man eben auf die Aktien ausweichen kann, weil man da viel, viel mehr Möglichkeiten hat, sage ich mal, gut gestaltete Märkte zu finden. Ja. Aber ich bin ein klassischer Kurzfristiger, deswegen ist es für mich jetzt weniger der Hintergrund. Übrigens viele Grüße an den Fragesteller. Wir telefonieren bald. Ja, meine Stimme ist wieder besser. Okay, zurück zu dir, Jens. Der nächste Wunschmarkt ist der S&P 500, S&P 500, der US-Index, bitte. Ich lade den ganz kurz. Unser DAX-Trade beginnt jetzt doch nach unten zu ziehen. Das kann man wirklich sagen, na, typisch, ne? Hast einen rausverkauft, hast mal wieder die Nerven nicht gehabt. Und ich sage, nee, hat mit den Nerven überhaupt nichts zu tun. Das ist eine tausendfach erprobte Geschichte, wie ich im Markt unterwegs bin, wenn der sich entsprechend anstellt. Und ich habe da jetzt auch gar kein Problem damit. Hier unten verkaufe ich nochmal einen raus. Das war nämlich, oder ist die Zielzone, die wir ja ursprünglich hatten. Und somit habe ich einen Gewinntrade, würde ich nichts Berühmtes, aber nochmal ein risikoloser Trade. Einen Kontrakt haben wir noch drin. Mich würde es wundern, wenn der wirklich hier weiterlaufen könnte. Deswegen, wenn wir jetzt noch einen kleinen Verlust machen, gehen wir 0 auf 0 aus dem Ding raus. Nochmal, es ist im Moment nicht die richtige Zeit zum Traden. Eine Stunde vor einer größeren Nachricht im Markt. Aber man sieht das ja auch, wie die Märkte sich aufstellen. Gut, auf dem S&P 500, wir haben den Tagesschart, wir haben den auch öfters durch analysiert, ähnlich auch wie den Dow Jones. Wir haben übergeordnet eine gewisse Trendlosigkeit im Dow Jones. Hier haben wir sogar einen Abwärtstrend drin, was hier hochkommt. Ich sage es immer wieder, kann auch nur die Korrektur sein. Ja. Es ist zwar ein schöner Aufwärtstrend, der wirklich ohne Ende läuft und auch durchaus das Potenzial hat, weiterzumachen. Aber nochmal, für mich wäre es nicht verwunderlich, falls die Tiefs hier gerissen werden. Ja, dann ist die Frage, ähnlich wie im DAX, ist es nur die Korrektur oder ist es vielleicht die neue Abwärtstrendbewegung? Das steht hier im Raume, wenn man so ein bisschen strategisch denkt. Im Moment ist eines ganz klar, im Daytrading würde ich diesen Aufwärtstrend, den wir hier sehen, nutzen, um ihm zu folgen. Und wir stehen jetzt gerade an einer Stelle im S&P, wo es wirklich darum geht, ob der untergeordnete Trend rausgenommen wird oder ob genügend Käufer im Markt sind, die nochmal nach oben kaufen. Schauen wir es uns an. Ich habe hier einen voll intakten Abwärtstrend drin, er sieht korrekt aus. Ja. Somit könnte hier ein Wechsel erfolgen. Ähnlich wie im Dow Jones, wie ich das machen wollte oder gemacht habe, könnte man eine Long-Position reinlegen und einen Stop hier drunter legen. Für den Fall, dass der vielleicht wirklich nach oben zieht. Ja.
könnte man machen, wäre halt vorgreifendes Handeln in diesem Moment. Sauber ist es nicht, ja, nochmal, weil die Kerze hat hier noch nicht geschlossen. Der kann also durchaus weiter runterrutschen. Wenn wir es näher abgleichen und im S&P gehe ich eigentlich nicht unter 15 Minuten, erkenne ich immer noch einen voll intakten Abwärtstrend. Achtung, der allerdings zum ersten Mal hier gebrochen wurde. Das ist die Frage, wie man es in den Trendgrößen einschätzt. Also eigentlich ein mutiger Trader, der sagt, komm, ich fahre jetzt aufs Risiko, der geht es long. Nur ich habe den gleichen Trade, habe ich ja im Dow Jones schon laufen. Deswegen brauche ich jetzt hier kein Eröffnen, dann hätte ich ja das doppelte Risiko mehr oder weniger. Wir lassen den Dow-Trade mal laufen, Ansatz wäre im S&P der gleiche, dass ich versuchen würde, mit nach oben zu kommen. Achtung, nochmal, wir haben noch keinen Aufwärtstrend. Ja? Das heißt, ich rechne fest damit, dass der vielleicht runterrutscht und uns ausnockt später. Nochmal, aber ich kann damit leben und deswegen ist der Versuch es allemal wert. Ja? Bitte nicht nachtraden und wenn Sie dann doch nachtraden, achten Sie bitte auf Ihre Positionsgröße und beachten Sie, dass ich hier sehr, sehr geringe Risiken fahre, wenn ich dann so handle. In Ordnung, ich checke nochmal kurz unseren DAX-Trade. Ja, er drückt und macht und tut. Mit viel Glück kommen wir vielleicht hier in diesen Tiefbereich. Ja. Schauen wir mal, ob das passiert. Jens, ich gehe kurz zu dir und werde einen Hustensaft anschmeißen, weil ich natürlich merke, dass es bei mir wieder im Hals kratzt. Ich bin gleich wieder da. Moment bitte. Okay, dann werde ich mal ganz kurz nochmal erzählen. Wir haben natürlich überall informiert, per E-Mail, über die Webseite Company News, bei Facebook, bei YouTube in allen Webinaren, aber auch heute gab es wieder einige Fragen dazu, was ist mit dem DAX-Margin-Anforderungen passiert. Wir haben Ostern 2016 die sogenannte CFD-Expansion gestartet. Seitdem, seit Ostern, können Sie auch für DAX und Dow den Hebel wählen. Der war ja bis Ostern fix im DAX bei 200 und beim Dow Jones 100. Und Sie können jetzt auch für den Dow Jones den 200er nehmen oder für den DAX den 80er. Also Sie können das wählen im Traderraum, einfach einloggen oder als erster Schritt, damit Sie die Informationen bekommen, auf der Webseite admiralmarkets.de die Company News von Ostern anschauen. Da sehen Sie nochmal alles, was sich geändert hat. Gab es heute die Frage, deswegen an alle, die es noch nicht mitbekommen haben, hier mit Informationen, seit Ostern auch Hebel für Indizes bei Admiral Markets änderbar. So, und dann hoffe ich, dass du soweit schon bist. Wenn ja, der nächste Wunschmarkt wäre Euro-Japanische Yen. Ja, gerne. Ich mache unseren DAX-Trade zu. Das gefällt mir alles nicht. Das ist Zuckeltotschlagsmarkt. Das ist Beschäftigungstherapie. Es ist kein richtiger Trade. Also wir sind mit einem kleinen Gewinn rausgekommen, aber den schreiben wir einfach mal ab. Ja. Dieses Trading, ich sage mal so, machen wir, dass ich mich verleiten wegen dem Webinar, weil ich sage, komm, wir haben eine Stunde, nachher kommen die Nachrichten und wieder ist nichts los. Deswegen habe ich den Trade gemacht, um zu zeigen, ja, man kann auch, sage ich mal, in so einem Zuckelmarkt durchaus sein Geld verdienen. Man hätte hier jetzt auch was mit 25 Kontrakte das machen können, hätte man auch einen netten Betrag aus dem Markt holen können. Aber nochmal, das Umfeld ist es nicht so der Burner für mich. Jens, ich habe es wieder völlig verschwitzt. Welchen Markt soll ich nochmal angucken? US oder japanische? Euro-japanische Yen, Euro-JPY. Euro. Ja, ich möchte noch kurz den US-Dollar-Japanischen machen und wir gehen dann rüber zum Euro-Japanischen, denn hier haben wir genau das, was wir öfters besprochen haben, eine perfekte markttechnische Verschachtelung. Schaut, hier zieht der Trend richtig schön mit nach unten und hier erkennt man wieder auch meine kurzfristige Natur. Ich habe es echt geschafft, hier oben in den Markt zu kommen. Also besser kommst du ja gar nicht rein und habe ich die Position glattgestellt. Jetzt kann jeder wieder sagen, oh, der Schmidt hat keine Nerven und ich sage einfach dazu, nein, für mich war das ein sehr, sehr schöner Trade, ja. Im Vergleich zum 5-Minuten-Chart-Trading habe ich hier 2 Tage gehalten und habe natürlich das Dreifache, das Vierfache aus dem Markt holen können wie sonst. Und das bei einem minimalen Risiko. Für Trendhändler oder für längerfristige Händler ist das natürlich ein Top-Signal. Und die, die die Nerven haben, sage ich mal, dann weiterzumachen, auch wenn die ersten Korrekturen in den Markt kommen, wären jetzt natürlich um ein Weites nach vorne gekommen. Aber achtet auf das, wir haben hier Trendgrößen, die in eine Richtung laufen. Und das ist immer ein sehr, sehr lukrativer Part. Seht ihr das? Abwärtstrend. Immer Abwärtstrend, so hier. Die Hochs sind immer tiefer. Ja? Die Tiefs im meisten Fall auch. Und jetzt kommt hier die Trendbewegung rein. Das ist ein Markt, da kann man gut Geld verdienen. Wie man sehen kann, wie das schön durch die Tiefzone ist. Wäre ich in dem Trade noch drin, hätte ich bestimmt im Tiefbereich glatt gestellt oder ähnlich wie im DAX vorhin auf eine minimale Position abverkauft. Ich lade kurz den Euro japanischen Yen. Gucken wir uns den mal an. Da ist er. Gut. Okay. Auf dem Tageschart. Wir sehen es auch in Abwärtstrend. Jawohl, sehr schön, die ganze Zeit. Abwärtstrend, Abwärtstrend. Was hier hochkommt, hat Aufwärtstrend-Eigenschaften. Vorsicht, das ist so eine klassische Falle, wo dann alle sagen, ja, es steigt, hurra, aber sie vergessen das große Bild. Denn das, was hier hochkam,
könnte zumindest nur die Korrektur gewesen sein vom Abwärtstrend. Und schaut euch die Bewegung an, die da runterkommt. Ja? Das ist gut, das ist auch sehr fortgeschrittene, dass man versucht, sage ich mal, in den Spitzen diesen größeren Trend wieder aufzunehmen. Da gibt es bestimmte Techniken für. Aber es sieht gut aus. Und im Moment ist er halt hier in einer Zone, wo viele, die lange orientiert sind, vielleicht nochmal reinkaufen. Ja? Und das ist auch eine interessante Stelle. Wie kann man die nutzen, beziehungsweise was kann man da machen? Ich möchte in diesem Moment, wenn der Markt so aussieht, an der Stelle, vor allem wenn ich das jetzt hier sehe, möchte ich wirklich nichts machen. Ich werde nicht long gehen, weil der untergeordnete Trend war für mich nur korrektiv. Short gehen will ich auch nicht, weil das Ding echt extrem weit gelaufen ist und in einem Bereich ankommt, wo es erfahrungsgemäß oft auch dann wieder hin und her gehen kann. Das ist im Moment sehr, sehr undankbar. Wenn ich jetzt hier irgendeinen Trade machen würde, mich interessiert auch gar nicht, wie viele Punkte der dann in irgendwelche Richtung laufen könnte. Es ist kein Setup, mit dem ich handeln möchte. Ja, bitte ich einfach um Verständnis. Spreads waren ganz okay, kann man auch hier in dem Crosspair mal was machen, aber im Moment leider nicht. Ich habe hier kein Signal oder kein Setup, was mir einen guten, halbwegs gewinnbringenden Trade, zumindest nach meinem Verständnis, abwerfen könnte. Schauen wir mal, was der da macht. Ich bin sicher zur Nachricht, ja, um 16 Uhr wird es ein paar Bewegungen geben in verschiedenen Märkten. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ich check nochmal ganz kurz unseren Dow Jones Trade. Moment. Und zwar jetzt nicht im Sinne vom kurzfristigen Handel, sondern einfach nur, um euch mal auf was drauf hinzuweisen. Ich habe hier, die Stelle ist nicht ideal, ja, aber wenn wir Glück haben, macht er hier vielleicht eine Art Aufwärtstrend. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir dann eine gute Bewegung sehen, hierhin oder hierhin. Wenn die Nachricht nachher kommt, wenn wir Glück haben, bolzt er vielleicht nochmal weiter, zieht einen Aufwärtstrend mit hoch oder halt, wenn wir Pech haben, ganz klar, macht er alles zunichte, was an Long-Hoffnungen noch im Markt ist, wollen wir nicht vergessen, wir haben einen ausgedehnten Trendlauf hier hoch. Ja. Deswegen oft an diesen Spitzen oder an diesen Hochbereichen wird der Handel sehr, sehr unangenehm. Nochmal zur Frage vom Resul vorhin, das sind genau dann die Phasen, wenn einer einen Lieblingsmarkt hat, wo er meistens dann auch wirklich reinbezahlt. Das spare ich mir schon länger, deswegen gehe ich dann auf andere Märkte und wenn ich dann handle, mache ich es sehr vorsichtig. Gut, in Ordnung. Jens, zurück zu dir. So, ich habe jetzt wieder so viele Fragen 1:1 beantwortet. Hm. Hast du jetzt den Euro-japanischen Yen schon gemacht oder noch nicht? Ich habe es gar nicht. Ja, gemacht. Ich habe den gemacht, genau. Okay, dann lass uns den Dow gehen. Wir haben es 15:28 Uhr in einigen Augenblicken jo. Dann. Die wunderbar, Dow Jones. Genau. Ja. Und ihr seht, ne, ich habe den DAX-Trade hier unten einen Zielabverkauf gemacht, hab ihn hier geschlossen. Und es wundert mich auch nicht. Könnte sein, er zieht rüber, ja, und das sind dann so Phasen, wo ich ganz glücklich bin, wo ich nicht sage, hey, hier geht es um Gewinn, sondern hier ging es nur noch um eines, wie kann ich aus dem Trade aussteigen, ohne auch nur irgendeinen Cent in den Markt liegen zu lassen, was es einfach nicht wert war, die ganze Geschichte. Gut, wir gehen zum Dow, schauen uns den an. Ich habe ja schon einen Trade laufen jetzt im Dow und gehe klar mit Laufen, 5-Minuten-Chart rüber. Die Eröffnung ist gleich und interessant an der Stelle, könnte halt sein, ob wir nicht hier eine Art Wechsel bekommen. Sehr, sehr schön. Also nochmal, ich könnte mir vorstellen, wir laufen hoch bis zu 17,667 oder vielleicht ein bisschen darüber hinaus. Wenn die Eröffnung erst nach unten bolzt, ist es wichtig, dass der Tiefbereich hier möglichst nicht unterschritten wird, sondern der Kurs sich dann fängt und weiterzieht. Schau mal einfach mal zu, während ich huste. Moment bitte. Hier bin ich wieder. Ich gehe mal auf die Minute runter. Hier sehen wir ein relativ erquickliches Bild, auch wenn es jetzt nicht sonderlich aussagefähig ist, aber wir haben zumindest mal einen Aufwärtstrend in diesem ganzen Hickhack drin. Und jetzt kommt die berühmte Frage, was macht der Markt zur Eröffnung? Ich lasse den Stop dieser Position, ich lasse den da liegen. Also wir sind ja nicht im kurzfristigen Handel, ich möchte ein bisschen länger gehen und lasse ein bisschen mehr Luft. Achtung, ich ziehe den aufs letzte Tief. So. Haben ein Risiko von knapp 50 Euro. Das ist absolut in Ordnung. Das ist kein Geldbetrag, sage ich mal, wenn man ein Konto in der Größe hat, zum Probieren. Und wenn so ein Trade ins Laufen kommt, kann man auch locker manchmal 100 oder mehr Euro rausholen. Dann hätten wir ein nettes Chance-Risiko-Verhältnis. Jens, ich gebe zu dir, ich bin gleich wieder da. Ja, wir warten einfach, bis du gleich wieder sprechen kannst und sehen uns dann halt die Eröffnung, die in den nächsten Sekunden dann losgeht. Mit zu.
Wie gesagt, auch im Dow Jones, wenn wir ihn gerade anschauen, war bis Ostern 2016 fixierter Hebel von 100. Wenn Sie möchten, können Sie jetzt auf 200 Hebel wechseln oder geringeren Hebel, alles über den Trader-Raum einzustellen, auf der Webseite nochmal zum Nachlesen. Und weiter mit. Okay, ich bin wieder da. Ja, sorry, ich habe noch vorhin zu meiner Lebenspartnerin Schatzhaft gemeint, wirst sehen, ja, die letzten Tage habe ich fast überhaupt keinen Husten mehr gehabt, aber zum Webinar pünktlich werde ich bestimmt loshusten. Ja, ist kein Wunder, wenn man die ganze Zeit redet und ist ganz klar, dann kann das leicht gereizt werden. Also man erkennt, wir haben hier jetzt untergeordneten Aufsatz drin. Die Frage ist halt, ist das wirklich die Ablöse von diesem Teil, was herunterkam? Und ich glaube, wir werden es erfahren, indem wir einfach zugucken oder den Trade laufen lassen. Nochmal, dieser Trade ist für folgenden Aspekt gedacht, dass ich versuche, vorgreifend die Trendfortsetzung nach oben mitzunehmen. Die Stelle ist wirklich grenzwertig, weil wir haben einen weit gelaufenen Aufwärtstrend. Ja. Nur so wie ich den Dow kenne, manchmal ist er wie eine Dampfwalze und könnte, wenn zur Nachricht wirklich der Markt nach oben zieht, das Unglaubliche wahrmachen und bis zu 18.000 hochgehen. Deswegen möchte ich hier einen längerfristigen Trade, sage ich mal, laufen lassen, was eigentlich nicht so meiner Handelsstrategie entspricht. Aber kleines Risiko, ja, 50 Euro und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Deswegen gucken wir an, was der Markt einfach zustande bringt. Und in der Zwischenzeit beantworte ich gerne Fachfragen oder wir gucken uns andere Märkte an. Eine sehr schöne allgemeine Frage ist gerade reingekommen. Hallo Jochen, ich habe gemerkt und beobachtet, dass jede Woche oder jede zweite Woche ein bis zwei wirklich schöne Signale kommen und man gut traden kann, egal ob es im DAX oder Euro-Dollar und so weiter. Wenn man wirklich die Geduld haben würde zu warten und nicht jeden Tag traden zu wollen, könnte man sehr viel oder halt sehr gut verdienen Ende des Monats. Ich glaube, es ist die Sucht, die uns Trader zwingt, jeden Tag zu traden. Was ist deine Meinung dazu? Ja. Vielen Dank für den schönen Beitrag. Es ist wirklich so, also mir ging es ja genauso. Man ist so fasziniert oder auch eingebunden in diesem Trading-Prozess, vor allem dann, wenn man kurzfristig traden will, was die meisten ja wollen, ich auch von Anfang an, ich bin ja auch dabei geblieben beim kurzfristigen Handel, aber es ist schon, sage ich mal, eine große Herausforderung als Anfänger, die Finger vom Markt wegzulassen. Das bedarf ja aber auch oder bedeutet gleichzeitig, dass man das Wissen haben muss, wann lasse ich denn die Finger raus und wann trade ich denn, oder besser gesagt, wann muss ich denn traden, wenn es gut aussieht. Derjenige hat vollkommen recht. Deswegen, man hat in der Woche ein, zwei gute Signale, manchmal auch mehr, vor allem, ich sag mal, wenn man jetzt von der Stunde an aufwärts sucht. Und das ist ja das, was ich seit längerer Zeit auch kombinieren gelernt habe, dass ich mir irgendwann sagte, okay, also mit ständigem Rein-Raus kann man Geld verdienen. Das ist nicht das Problem. Schaut euch Heiko Behrendt an. Heiko ist Scalp-Trader und egal in welchem Marktumfeld, er verdient sein Geld. So, bei mir, ich dachte, das müsste ich auch können irgendwann, habe lange, lange Zeit damit verbracht, war auch gar nicht so schlecht darin, habe aber irgendwann eins bemerkt, die schönsten Läufe, die besten Läufe kommen meistens dann in den Markt, wenn ich mir die Frage beantworten kann, wer kauft oder verkauft nach mir, wenn ich die eindeutig und gut beantworten kann, ist die Wahrscheinlichkeit oftmals auf meiner Seite, dass große Bewegungen im Markt stattfinden. Wenn ich mich zu diesen Zeiten einfinde, dann kann ich sowohl langfristig als auch im kurzfristigen Bereich bequem mein Geld verdienen, spare mir die Verluste im Vorfeld und hol noch mehr aus dem Markt wie sonst und Achtung, habe sogar Freizeit. Und das ist genau der Punkt, wo ich nochmal im Resümee viele Grüße, danke für den Beitrag. Man muss irgendwann den Punkt erreichen, wo man auch mal loslassen kann und man nicht jeden Tag vom Markt sitzt. Aber das dauert seine Zeit. Als Anfänger muss man da einfach durch. Zurück zu dir, Jens. Dann kommen wir zum nächsten Wunschmarkt. Unser Teilnehmer, das ist AUDGBP, Australische Dollar, Britische Pfund, AUDGBP. Okay. Ich rufe den gerade mal auf. Ja, schauen wir uns den Markt mal an. Also nochmal, für kurzfristiges Trading-Webinar ist das nicht der richtige Markt. Wir haben hier eine Spread-Lage, die es mir nicht ermöglicht, mit dem 10 bis 12 Pips-Stop zu arbeiten. Deswegen traden werde ich hier definitiv nicht. Ist ein klassisches Cross-Pair, also etwas, was ich selten anschaue. Ich richte mich an hochliquide Märkte mit besseren Konditionen. Aber
wir sehen, wir haben einen Abwärtstrend hier drin, der ist wirklich ausgedehnt. Ja. Und der macht auch diese klassischen Sägezahnverläufe, wo man oft nicht weiß, wechselt der Markt irgendwann radikal, ja, weil es schwächt sich ab. Wer jetzt so auf den ersten Blick das, was ich erkenne, wer unbedingt Short gehen will, müsste eigentlich jetzt beginnen, in den Markt rein zu shorten, im Stop her drüber. Aber ganz ehrlich, bei so einer weit gelaufenen Geschichte hätte ich da jetzt nicht ein gutes Gefühl. Ja. So viel zu diesem Markt. Ich hoffe, derjenige sieht es mir nach, aber das ist kein Markt fürs schnelle Traden. Dann gerne nächste Markt Euro, Britische Pfund, EURGBP. Ja, Mensch, alles Crosspairs. Ja. Euro, Britische Pfund. Man merkt es, seitdem alle Welt von möglichen Brexit spricht, ist ganz, ganz viel Musik und alles mit Britischen Pfund drin. Alle interessiert es. Ja, ja, klar. Nein, ist nie eine Wertung von meiner Seite. Nie eine Wertung. Bitte nicht missverstehen. Jeder Markt hat seine Berechtigung und je nachdem, welchen Handelsstil man hat, kann man das auch handeln. Also ist nie von meiner Seite irgendwie jetzt, dass ich sage, oh, wie kann man denn sowas handeln? So meine ich das nicht. Ja, wir haben einen schönen Aufwärtstrend. Kann man hier sehen auf der Woche. Ausgedehnt, sehr ausgedehnt, ja. Hier Abwärtstrend. Ist ein Wechsel, man könnte sagen, untergeordneter Wechsel vielleicht. Was hier überfällig ist, eine Korrektur. Also wirklich, der kann auch ein bisschen weitergehen. Die Bewegungszone hier, das ist interessant, wo im Moment steht. Wo ist das? 0,80, ja, ein bisschen darüber. Okay, könnte man vielleicht nochmal Bewegung erwarten, wenn er die Hochs abrasiert. Moment, wenn er das schafft. Ich lege hier gerade mal irgendwie so eine Linie in den Markt, die diesen Bereich anzeigen soll. Ja, genau, wir erkennen es. Wir haben überall Aufwärtstrends drin. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja. Auf der Stunde auch hier Aufwärtstrend, aber alles weitende Bewegung. Direkt an der Stelle. Und Punkt 2 markttechnisch. Seht ihr das? Ja, schießt drüber. Jetzt geht dann die Korrektur. Diese Korrektur, die könnte sich fortsetzen. Das ist natürlich top, wenn man es so anschaut. Ja, also wenn man jetzt ein bisschen Wunschdenken mit einfließen lässt, dass man eben sagt, aha, schau mal, hier oben ist ja noch meine Bewegungszone. Die Kunst besteht darin, jetzt zu schauen, wann ist die Korrektur vorbei. Das ist das Problem. Und wir sind in einem Hochbereich. Wenn man jetzt long reintradet, nochmal, es kommen nachher Nachrichten, kann eben Folgendes passieren. Der Long Trade wird sofort vernichtet, das Ding kommt runter, oder er schießt auf einen Schlag. Also muss ich jetzt einen Tod sterben als Trader, dass ich sage, ich bin bereit, im Hochbereich reinzukaufen, muss halt das Risiko dann entsprechend tragen, wenn es schief geht. Aber eine Chance haben wir allemal. Idealerweise würde der noch ein bisschen rundherum machen und dann erst ziehen. Ja? Aber ihr wisst selber, ich kann mir viel wünschen, der Markt macht, was er will. Also auf der Stunde gar nicht schlecht, aber wir haben eine ausgehende Trendbewegung auf einem kleinen Trend, die in die Korrektur geht und jetzt beginnt wieder nach oben zu drücken. Ich gehe mal runter auf den Fünfer, wie ich ja gerne handle. Nein. Also wer long ist hier nichts. Zumindest nicht nach meiner Handelslogik. Ich kann mir gut vorstellen, wer es long geht, kriegt erstmal einen Gegenlauf. Also idealerweise, lass den runterkommen. Das ist ja perfekt, ja. Auch hier kann ich ja mal hergehen und sagen, komm, wir haben jetzt mehrere Märkte entdeckt, die gar keine so schlechten Einstiegssignale liefern würden, dass ich auch hier versuche, Achtung, mit angepasstem Risiko, so die Stelle, die ideal wäre, mit einer Buy-Limit-Order abzudecken. Ja. Also sprich, ich gehe mal davon aus, dass der vielleicht nochmal runterzuckelt und sich in diesem Bereich fangen könnte, dass er reinrutscht und dann wieder zieht. Achtung, das ist jetzt wirklich nur Zukunftsmusik. Ich weiß nicht, ob es so kommt. Und wenn er halt durchrutscht, bezahle ich den Preis. Aber dafür bräuchte ich auch einen Stop. Oh, Moment. Ich muss ja einen Stop in den Markt legen, Gottes Willen. Nicht, dass wir nachher böses Erwachen haben. Sollen wir das mal kurz ändern. Stop legen wir ans letzte Tief vom aussagefähigen Trend. Das ist die 0,7970. Oh, die 0. Ich muss das, merkt das, deswegen, ich liebe Handelsplattformen oder besser gesagt, wo ich mit der Maus arbeiten kann. Wenn ich noch Zahlen eintippen muss, so oft, wie ich mich da vertippt habe, deswegen bin ich immer ganz glücklich, dass wir das Mini-Terminal haben. So. Ihr seht, ne, ich sage, ich will nicht, oh, jetzt zieht er hoch. Lasst ihn ziehen. Wenn er den da macht, wird es interessant. Schauen wir mal. Schade, ich kann es nicht alles beobachten, weil ich hin und her springe. Aber ich sag mal, das Ding liegt echt greifbar da oben, dass der vielleicht doch einen Satz nach oben macht. So, hier bin ich wieder. Ach je. Gut. Ich check nochmal kurz die andere Position im Dow. Schauen wir mal hier genau. Seht ihr das? Ich meinte ja, ne?
wenn Sie sich in diesem Bereich hochschrauben, wir machen hier keinen kurzfristigen Trade. Deswegen, ich lasse das Ding. Ja. Jetzt kommt er wieder runter, okay. Und jetzt ist eins echt wichtig. Er sollte nicht durch diesen Tiefbereich gehen. Also wenn der mit Karacho durch den Tiefbereich geht, ja, dann sind wir die Möpse, dann kriegen wir wahrscheinlich einen Verlust. Ja. Seht ihr, kurzfristiger Handel hätte jetzt hier, sage ich mal, mit Zielankündigung durchaus punkten können. Wollte ich jetzt nicht machen. Lass uns mal zuschauen, was der Markt genau macht. Könnt man schon vorstellen, dass der Herr Spirenzchen macht und aber doch nochmal ziehen könnte. Wenn es nicht so kommt, mein Gott, liege ich halt völlig falsch. Gestern auch habe ich mehrere Longtrades gemacht, habe Verluste gefahren gestern. Ging nicht auf, was ich wollte. Im kurzfristigen Bereich ging es ganz gut auf, aber auf einer längeren Haltedauer habe ich dann gestern doch einbezahlt den Markt. Ich sage das extra dazu, weil man einfach nicht wissen kann, ja, wie die Zukunft ist. Und deswegen gibt es nur eines, im Risiko arbeiten, wenn man Verluste hat, ganz ruhig bleiben. Deswegen muss man die kontrollieren und man bewahrt sich so die Chance, immer wieder einzusteigen. Und natürlich diejenigen unter Ihnen nochmal, die fortgeschritten sind, werden sagen, Schmidt, du hast doch hier einen Abwärtstrend gegen dich. Ja, das war kein richtiger Wechsel. Und ich sage, ja, habt ihr nicht Unrecht. Aber wie ich es vorhin ankündigte, ein vorgreifender Trade, wo ich auch bereit bin, das Risiko zu bezahlen. Wenn ich mir es leisten kann, kann ich 100 solche Trades machen. Irgendeiner geht schon durch und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt, wenn man den vielleicht mehrere Stunden laufen lässt. Aber im Moment sieht es echt nicht danach aus, ja, als dass wir hier belohnt werden für das Engagement, was wir da aufzubringen versuchen. Jens, ich gebe zurück zu dir. Eine allgemeine Frage eines Teilnehmers. Welche Märkte handeln immer gegensätzlich, zum Beispiel Euro-Dollar zum DAX oder Euro-US-Dollar zum euro-kanadischen Dollar? Das kann man so nicht beantworten. Also welche Märkte handeln immer gegensätzlich? Ich sag mal so, Währungspaare sind ja Paare. Also sprich, das eine steigt, das andere fällt. Notgedrungen, ja. Deswegen sind es ja Währungspaare. Aber jetzt zum Beispiel Euro, US-Dollar, DAX und dergleichen. Derjenige meint Korrelationen, nehme ich mal an, dass er das meint. Man kann oft beobachten, dass Geld umgeschichtet wird. Also die Aktien fallen, der Goldpreis steigt. Ich habe ja auch gerade den Goldmarkt aufgerufen. Das kann man oft beobachten, nur immer wieder koppeln sich die Märkte komplett ab. Und wir haben viele Webinare, wo ich immer wieder darauf hinweise, dass sogenannte Marktkorrelationen durchaus, sag ich mal, ja, Trades rechtfertigen, wenn man jetzt auf die Korrelation achtet. Allerdings sage ich immer wieder dazu, ich selber achte weniger darauf. Ich möchte immer den Markt sehen, den ich gerade vor mir habe. Ich handle auch keinen Markt, weil ein anderer Markt, den ich denen zuordne, jetzt irgendwie eine Bewegung hinlegt. Das mache ich nicht. Ich schaue immer den Markt an, den ich handeln möchte, denn der hat ein eigenes Orderbuch, ja, der hat eigene Ask- und Bid-Levels, ja, und der heißt auch zum Beispiel jetzt Gold und nicht der Markt, der steigt, wenn der DAX fällt. Es heißt Gold. Und an denjenigen, das ist Grundwissen, Markttechnik, vielleicht ein bisschen tiefer gehend. Eins bitte nicht vergessen, Kardinalfehler aller Anfänger, aller. Bei mir damals auch. Ihr seid nicht die Einzigen im Markt, die unterwegs seid. Und das heißt, das, was ihr denkt, was ein Markt zu machen hat, weil, das ist eure Meinung. Es gibt Leute, die haben ganz andere Meinungen und auch übrigens ganz andere Ausrichtungen, wie spekulative Trader. Und um die Leute geht es im Markt. Und deswegen, ich mache da die Lösung, dass ich sage, ich handle den Markt, den ich sehe. Und wenn ich ein Signal erkenne, werde ich das Signal handeln. Völlig wurscht, ob der DAX steigt oder fällt. Ja, das ist so mein Ansatz in dem Markt. Es gibt da unterschiedliche Meinungen, aber wäre so mein Erguss zu dieser Frage. Okay. Ja, hast du aufgerufen schon. Gold sollten wir uns auch nochmal genauer anschauen. Von groß nach klein ist der nächste Wunschmarkt. Genau. Jemand schreibt Räuspertaste. Jawohl, genau. Die werde ich einführen, ja, wenn das nicht besser wird. So, in Gold. Wir gehen aufs große Bild. Mal ganz kurz, um das zu zeigen. Also Abwärtstrend, ne, seit mehreren Jahren jetzt. Abwärtstrend, Abwärtstrend, die ganze Zeit intakt, die ganze Zeit intakt. Und es kamen immer wieder tolle Bewegungen hoch, ja. Ist das Berühmte, ja, wenn man, sag ich mal, sich dann leiten lässt von der Meinung anderer im Internet oder von Analysten auch. Das ist immer so eine Geschichte. Also ich habe gelernt, das irgendwann zur Seite zu legen. Nicht, weil ich sage, ich bin der Beste und der Größte, sondern weil ich gelernt habe, die machen genauso viele Verluste wie ich. Aber dann kann ich da auch gleich nach meiner eigenen Fasson traden. Das ist das ganze Geheimnis. Was wir hier haben, dieser Anstieg, der ist schon deutlich. Ja? Also es könnte schon sein, dass hier ein Wechsel im Markt drin liegt. Vor allem, wir haben meines Erachtens ein untergeordnetes Abwärtstrend-Tief schon rausgenommen. Allerdings für mich das Wichtige ist, ich sage es ja immer wieder in jedem Webinar, ist die 1300er Marke hier, dieser Bereich, der ist für mich wichtig. Also wenn der Markt es wirklich schafft, hier rüber zu kommen, wäre das für mich wirklich der Bruch
zumindest mal der Bruch des Abwärtstrendes. Somit, wenn, solange das aber so aussieht, kann es immer noch sein, dass Verkäufe in den Markt kommen. Ich weise darauf seit Wochen hin. Ja. So, wenn wir rangehen, auf dem Tageschart sehen wir einen super Aufwärtstrend, jawohl, super schön. Viele Leute, die am Anfang stehen, sagen, ich verstehe dich nicht, Schmidt, warum du da immer auf den großen Zahlen halten bist und immer warnst, dass da jetzt große Abverkäufe kommen können. Guck doch mal. Und ich sage, ja, guck doch mal, hinterher sind wir alle schlauer. Ich muss ja im Vorfeld, sage ich mal, eine Taktik oder eine Technik mir zulegen, dass ich auf eine gewisse Art und Weise den Markt angehe und natürlich auch immer durchkalkuliere, was passiert im besten Fall, was passiert im schlimmsten Fall. Und im schlimmsten Fall wäre halt, dass das Teil hier weiter nach unten drückt. Denn wir haben hier definitiv einen korrektiven Abwärtstrend drin. Das ist ein Abwärtstrend, ja. Und das Gemeine an diesem Teil ist, die Kaufbewegungen sind genauso stark wie die Verkaufsbewegungen. Da kommt keine große Freude auf. Egal in welche Richtung man geht, ja, man achte darauf. Es ist noch ist ein Korrekturhandel und solange das Tief hier unten bei der 11,90 ungefähr ist das, solange das nicht berührt wird und der hier weitermacht, okay. Wäre ich long dabei, in Ordnung. Innerhalb des Daytradings könnte man versuchen, Bewegungszonen abzugreifen, so wie hier schon passiert ist, dass ein Vortageshoch oder so angehandelt wird. Aber nochmal, wir haben hier einen korrektiven Abwärtstrend drin. Noch kein Bruch, gar nichts. Also auf der Stunde, das erkennen wir. Genau, heftige Bewegungen runter und schau mal einer an. Plötzlich geht die Geschichte wieder los, zieht an die Hochs. Nein. Hier mache ich überhaupt nichts, vor allem nicht, wenn in 14 Minuten eine Nachricht kommt. Ja. Und wenn, müsste ich ihn intensiver beobachten, dass ich wirklich an diesem Markt dranbleibe. Das geht im Webinar schlecht. Ja. Deswegen aber im Moment, wenn ich das so anschaue, muss ich sagen, hätte ich eher Bauchschmerzen, jetzt noch einen Trade reinzumachen. Idealerweise kommt der nochmal runter. Das wäre die perfekte Stelle. Ja. Hier, das wäre die perfekte Stelle. Nochmal abzukommen, weiß ich nicht. Lass den runter und dann spiken. Wenn er wirklich die Kraft hat, den korrektiven Abwärtstrend, der immer noch intakt ist, zu brechen, okay, dann gibt es bestimmt ein Fest. Aber noch ist es nicht so weit. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Long Trade reinlege, dann basiert der auf einem untergeordneten Aufwärtstrend, der gegen den übergeordneten immer noch steht. Also Vorsicht, unterschiedliche Trendlagen und, das erkennen wir, heftiges Hin und Her. Okay, nein, auch hier werde ich nichts machen. Edge, erst später, wenn überhaupt. Ich schaue hier nochmal rein. Nein, auf keinen Fall. Gut, Jens, ich gehe zu dir. Dann kommen wir zu WTI-Öl bitte auch noch. Okay, haben wir gerne. So, ihr erkennt im Dow Jones, WTI habe ich nicht vergessen, diesmal muss ich nicht fragen. Ja, er kämpft sich hier durch diese Tiefs. Das Interessante an dem Markt ist, vielleicht jetzt für die Anfänger, ist es eher fachchinesisch, was ich bringe, aber schaut mal genau hin, wie denn das verläuft. Ja. Also ich habe vorhin gesagt, es sollte nicht unter das Tief. Schaut euch das an. Das Tief wird mit Brachialgewalt durchdrückt und ständig kaufen welche rein. Ständig kaufen welche rein. Und das ist genau der Ansatz, den ich fahre. Ja? Dass dieses Tief durchbrechen, dass es nur Spikes sind, dass es ein Antäuscher ist und der Markt wieder hochzieht. Nochmal, ich kann mich täuschen später an zur Nachricht. Aber im Moment versuchen es einige immer wieder. Und deswegen, wenn diese Kurzbewegung es schafft, über dieses hochzukommen, könnte ich mir vorstellen, dass wir kurzfristig durch sind. Ja? Dass wir nochmal nach oben durchgehen. Wenn das Ding runterrutscht, haben wir halt einen intakten Abwärtstrend drin, aber der Stop liegt mit Absicht etwas weiter weg, um genau diesen Effekt, sag ich mal, abzufedern. Ja, gut, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Zurück, oder besser gesagt, rüber zum WTI, auf dem Tageschart. Wir haben einen schönen Aufwärtstrend hier drin, den man als Wechsel erachten könnte, vom großen Abwärtstrend, oder ist vielleicht wiederum nur die Korrektur, und das hier könnte die neue Abwärtstrendbewegung sein. Wir haben es öfters angesprochen im Marktanalyse-Webinar. Viele glauben das dann nie, ja. Und ich meinte immer wieder, achtet auf diesen Tiefbereich hier. Schaut mal, wie schön die Bewegung reinkommt, ne? Als der durchbrochen wird, denn zumindest der Trend ist jetzt gebrochen. Ja? Aufwärtstrend hier geht die Korrektur, steht in einem Bereich, wo es nochmal nach oben gehen könnte, wenn man diesen Aufwärtstrend nimmt. Oder wenn das nicht passiert und die Kurse mit Brachialgewalt nach unten durchdrücken, dass nämlich der ganz große Abwärtstrend sich zurückmeldet. Schauen wir es uns mal genauer an. Und der ganz große, der ist nämlich intakt. Das erkennen wir hier. Das heißt, der könnte sich durchaus nach unten nochmal drücken. Ihr seht, von unten kommen die Käufer rein, ja. Deswegen wird es unangenehm, aber der könnte durchaus nochmal drücken. Hatten wir im Marktanalyse-Webinar extra angeguckt. Deswegen sage ich immer wieder, auch wenn ihr auf dem Minutenchart unterwegs seid, ihr müsst wissen, wo sind entscheidende Tiefzonen? Wo können die größeren Trendkräfte wieder ins Spiel kommen? Und das ist ja die Frage, wer kauft oder verkauft nach mir?
alle, sag ich mal, die auf dem 5-Minuten-Chart sich eingraben mit 38 Fensterchen in 85 Märkten, die sehen das nicht. Ja? Und dann wundern sie sich, dass sie Trades machen und es ihnen um die Ohren fliegt. Also nochmal, ne? Wir haben hier einen intakten Abwärtstrend auf groß. Auf der Woche ist er auch noch, ja, doch auch noch intakt. So. Also es könnte eine Trendbewegung sein, die runterkommt. Und gleichzeitig haben wir untergeordneten Aufwärtstrend. Und jetzt viel Spaß dabei. Und jetzt habt ihr nämlich die gegensätzlichen Trendgrößen und dann habt ihr manchmal eben genau diese Bewegungen. So, ist jetzt Seminarinhalt umsonst, ja, an alle Geneigten, die gerade zuschauen. Gut, also nochmal die Frage, wo kommen denn Differenzen zustande? Ja? Wo entstehen denn Innenstäbe? Wie kann ich das handeln? Wie kann ich Einstiege timen über die Trendgrößen und Zeiteinheiten? All das Zeug braucht man Stunden, Tage, um es zu erklären und Wochen, um es zu verstehen. Deswegen kann ich oft genug gar nicht erklären, was ich mache. Und für viele ist das dann eher Kauderwelsch. Und Gott sei Dank bin ich sehr, sehr happy, dass viele Leute eben nicht auf die Ergebnislage gucken oder ob es ein Demokonto ist oder nicht, sondern wirklich auf, sage ich mal, die Tiefe des Geschäftes, der Herleitung sich konzentrieren. Und das freut mich doch dann sehr. Gut, zurück zu dir, Jens. Ich denke, die Nachrichten kommen bald. Wir können uns das sparen, im Moment irgendwo krampfhaft zu versuchen, einen Trade zu machen. Dann gucken, was der Markt macht. Zur Nachricht. Hallo, Herr Jochen. Damit man die Emotionen kontrollieren kann, ist eine allgemeine Frage eines Teilnehmers gekommen. Habe ich zwei Dinge gelernt. Erstens, man sollte einen schönen Abend mit der Frau oder mit dem Mann verbringen für den nächsten Tag. Oder zweitens, man geht in der Früh laufen oder zum Fitnesscenter. Hast du noch weitere Tipps für mich, wie man die Emotionen lernen kann zu kontrollieren? Also ich bin der Meinung, Emotionen, wenn sie mal da sind, kann man nicht kontrollieren. Ich muss so arbeiten, dass sie nicht hochkommen. Das ist für mich eine Frage des Risikos. Und es ist nett, wie er es beschreibt. Ja, zum Beispiel, wenn jetzt einer Single ist, dann kann man halt mit seiner Frau keinen Abend verbringen. Was macht der jetzt? Nee, man kann Sport machen, man kann sich ablenken. Und das ist ja auch der gleiche Fragesteller von vorhin. Der sagte, eigentlich kommen nicht so oft super gute Signale. Und das ist ja die Zeit, oder die Frage, wie verbringe ich denn die Zeit, bis denn Signale kommen? Und da habe ich halt wirklich einen Punkt. Ich schreibe an meinem Buch fürs Trading. Ich spiele liebend gern Computerspiele. Ja, ich bin nicht so der Sportliche. Aus gesundheitlichen Gründen. Also ich muss sagen, ich lenke mich ab, wo ich nur kann und verdiene aber dennoch mein Geld, wenn ich in den Zeiten dann da bin, wo ich handeln muss. Und das ist ja wirklich, sage ich mal, die Krönung bei dem Geschäft, dass man Zeit hat für die Dinge, die man gern tut und damit auch einen Abstand zum Markt bekommt. Also für mich ist es sehr, sehr wichtig, einen Abstand zum Markt zu haben in der Zwischenzeit. Ich habe Jahre wirklich 8 Stunden am Tag da getradet. Der Herr der Augenringe bin ich ja so oder so, weil ich immer vom Computer sitze. Aber es ist ja extrem anstrengend. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Also ich will nicht jeden Tag 38 Trades machen und in 12 Stunden vom Rechner sitzen. Deswegen Ablenkung ist sehr, sehr wichtig, damit man die Zeit ausfüllen kann, wenn es nichts zu tun gibt. Und dann muss man aber auch die Disziplin haben, da zu sein, wenn der Markt losrennt. Aber danke für die Tipps von ihm. Schauen wir mal, ob ich das mit meiner Lebensgefährtin auch mal anspreche. Okay, zurück zu dir, Jens. Dann wäre noch der Wunschmarkt der Bund CFD. Genau, ich sehe gerade, dass jemand schreibt, ab nach Panama. Ja, ja, Offshore, Offshore. Nee, so viel Geld habe ich nicht. Okay, der Bund. Ja, wir haben nach wie vor, unglaublicherweise, einen Aufwärtstrend. Wenn man einen Aufwärtstrend, der nicht aufhört zu laufen, wir sind hier weit in der Bewegung. Also wir haben jetzt definitiv einen Punkt 3 im Markt zurückgelassen. Punkt 2 ist deutlich überschritten. Ja, was ist eine Bewegung? Kleinere Korrektur und der Markt zieht weiter. Es ist ein voll intakter Aufwärtstrend. Er ist so ausgedehnt, dass man fast schon schlecht wird, muss ich ehrlich sagen. Aber er läuft. Und wir alle kennen die Regel, Trendfortsetzung geht für Trendbruch. Und meistens ist es so, wie du kommst, dann bricht der Trend, ne? Weil das Ding schon ewig mit 3 Tagen gelaufen ist. So, was kann man hier machen? Alle Trendgrößen passen, ja. Der große Trend ist intakt, der untergeordnete ist auch intakt, steht in seiner Bewegungsphase, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also im Bund handle ich gerne ab der Stunde aufwärts und ja, ist jetzt auch kein Markt zum schnellen Handeln. Der läuft behende, oder wie sagt man dazu, der läuft sehr, sehr langsam, aber sauber. Er bildet sehr, sehr schöne Trends aus, der Bund. Und man braucht hier wirklich, sage ich mal, etwas weitere Stops. Man kann es nicht rein, raus machen. Die meiste Zeit zumindest nicht. Und da muss ich halt sagen, wenn ich das jetzt so anschaue, das Ding kann weitergehen, ja, wo ich jetzt da unbedingt einen Trade machen muss und dann Stop da drunter legen, eigentlich widerstrebt es mir, weil ich schon in der Bewegungsphase drin bin. Ja. Gut, man weiß nie, was kommt. Der könnte sich schon noch zu den Hochs hier hochschrauben, aber es wäre eher ein längerfristiger Trade. Also damit meine ich jetzt wirklich längerfristig im Sinne von mehrere Tage Haltedauer. Und das ist eigentlich nicht so mein Ding gerade. Ja. Ich würde mir mal drüber reden lassen, wenn ich irgendwo aus einer halbwegs gescheiten Tiefzone hätte kommen können. Aber hier drin, ich weiß nicht. Nee, möchte ich im Moment nichts machen, sei aber nicht böse. Aber wer da handeln will,
Also nochmal, die Trendgrößen passen schön zusammen und wir haben vielleicht noch die Möglichkeit, zum nächsten Punkt 2 bis zur 1,6650 zu kommen. Ja, wer weiß. Vor allem, solange das Level hier bei der 1,63 oder 1,64 um den Dreh, wenn die Kurse sich drüber halten, ja, wäre ideal. Dann könnte das Ding sich vielleicht behende weiter nach oben schieben. Warum? Okay, Jens, ich gehe zu dir und ich gehe mal rüber zum Dow. Ja, von den Wunschmärkten sind wir eigentlich fast durch. Wir können jetzt noch ein paar Minuten warten, wenn du meinst, für die Nachrichten. Okay. Allgemeine Fragen haben wir auch mehr oder weniger durch. Okay. Hast du die letzten 5-6 Minuten. Danke. Ah, die kriegen wir schon voll die Zeit. Ja, aber schaut mal, ne? Interessant. Ne? Also ehrlich gesagt, ich trade jetzt seit 10 Jahren. Das ist ein großer Erfahrungsschatz. Manche Trader haben 20 Jahre. Das ist rein über die Erfahrung. Kann man auch gar nicht erklären. Schön, dass es jetzt so aufgegangen ist. Ja, ich habe extra gesagt, ja, ich habe einen Stop etwas weiter weg, weil ich genau mit dem Effekt rechne, dass er durch die Tiefs spiked und wieder zieht. Das kann ich schlecht erklären. Deswegen im Moment sind wir auch noch nicht aus dem Schneider bei dem Trade. Ja, er muss über diesen Bereich herkommen, bei der 1,7640. Wenn er das schafft, okay, dann wäre ich bereit, auch ein paar Stunden laufen zu lassen. Mal sehen, ja. Im Moment besteht aber immer noch die Gefahr, vor allem wenn die Nachrichten kommen, dass der halt einfach nach unten durchbolzt, ja, und alles zunichte macht, was sich ihm in Wege stellt, dann fliegen wir halt auch raus, wenn es eine schnelle Bewegung gibt. Ich check's nochmal ab auf der größeren Zeiteinheit, der Stunde, nochmal so anschauen. Ja, wir haben halt immer noch einen Abwärtstrend gegen uns, ne? Ganz klar. Also wenn man so handelt, es ist immer das Risiko, dass eben der Trendwechsel, auf den man geht, dass der nicht hält. An der Stelle viele Grüße an meinen Freund Erdal. Der hat immer wieder eine Frage dazu gestellt. Der ärgert sich, dass er richtig liegt im Markt und dann aber immer wieder rausfliegt nach kurzer Zeit. Das sind genauso Stellen. Deswegen das, was ich gerade handle, ist mir klar, hat nur eine Chance. Die Nachricht muss es nach oben drücken. Wenn das nicht passiert, fliegen wir raus. Und dann macht es aber auch nichts und ich werde auch nicht großartig neu einsteigen. Also zum Short gehen hier sehe ich auch übrigens keine großen Gründe. Im Moment zumindest nicht. Also ich habe kein gutes Signal für Short gehen. Deswegen eher die Fortsetzung des Trendes versuche ich hier zu handeln, auch wenn wir hier einen ganz ekelhaften Innenstabhandel drin sind. Okay, warten wir einfach ab und ich sehe, ein paar Fragen kommen noch rein. Ne? Genau. Ja. Hätten Sie in einem nachrichtenlosen Tag den Dow gekauft? Ja, hätte ich auch gemacht. Ja. Also an der Stelle, viele fragen mich das immer wieder, die News selber sind für mich oft ein Indikator dafür, eventuell nichts zu tun, weil der Markt sehr langsam wird bis zu den Nachrichten. Aber die News selber sind jetzt nicht das Event, dass ich von guten Setups Abstand nehme, sondern ich weiß, die Nachricht selber bringt große Bewegungsschübe. Und auf die gehe ich ja. Das heißt, ich gehe auf große Bewegungsschübe in Geschwindigkeit. Und deswegen, wenn ich ein gutes Setup sehe, mache ich die auch vor der Nachricht. Auf meinem YouTube-Channel Jochen Schmidt, da habe ich ein Video gemacht über das News Trading, ich weiß gar nicht, EZB oder irgendwie, wo ich das auch erkläre. Da habe ich ja auch einen Trade im Vorfeld eröffnet, weil das Signal einfach da war. Ja. Könnt ihr mal reingucken, wenn ihr Lust hat, auf YouTube unter Jochen Schmidt. Okay, so, noch 2 Minuten bis zur Nachricht. Oh, die Spannung steigt. Jens, gibt es von deiner Seite noch irgendwelche Dinge, die ich vielleicht jetzt übersehen habe? Ja, ansonsten, vieles passiert in meinem Background. Sie werden heute Abend oder morgen im Laufe des Tages in unserem YouTube-Kanal auch die 2. Aufzeichnung von den IB-Days sehen können. Das Trading der anderen, eines der 2 Themen von Jochen Schmidt bei den IB-Days, Investment Business Days. Jetzt endlich die Videoaufzeichnung, die verfügbar ist. Hat manchmal ein bisschen gedauert von der Technik. Also heute Abend oder morgen mal in unserem YouTube-Kanal reinschauen. Sehr, sehr interessanter Vortrag. Was interessiert mich eigentlich das Trading der anderen? Ganz, ganz viele tolle Informationen dazu als Special. Ja, und die letzte 1 Minute warten wir einfach mal auf den News. Genau. Ja, vielen Dank. Nee, fragt jemand, ob ich ein Buch schreibe. Ja, ich schreibe ein Buch. Aber ich muss echt sagen, Respekt vor jedem, der ein Buch schreibt. Also lieber mache ich ein Video oder rede einfach, aber das Niederschreiben fällt mir extrem schwer. Allerdings, ja, ich denke, es wird ganz nett, aber es dauert noch, bis das kommt. Es wird kein klassisches Trading-Buch sein, jetzt im Sinne von, schau mal, hier steigst du ein und da machst du Gewinn und der Chart muss so und so aussehen. Es wird weniger das Thema sein. Titel habe ich auch schon, schauen wir mal, was draus wird. So, wir stehen kurz vor der Nachricht. Jetzt gibt es nur eine Chance. Ja, der muss ziehen oder er fällt. Nachricht ist da. Jetzt haben wir diese V-Geschichte und wenn der sich fortsetzt, wenn er das schafft, hier rüber zu kommen, könnten wir vielleicht ein bisschen Bewegung noch sehen.
Schauen wir mal auf der einen Minute. Okay. Er sollte halt wirklich nicht zusammenfallen. So, der Punkt, warum ich den Stop so weit wegließ, haben wir eigentlich geregelt. Ja? Das Durchspiken durch die Tiefs, das haben wir hinter uns. Deswegen ist es okay, wenn ich jetzt den Stop annehme. Ich nehme ihn auf das Tief dieser Bewegung. Und, Mensch, echt. Hey, Freunde, es ist ASM Dienstleistungsindex, es geht Gas hier. Gebt den Schub, den der Schmidt braucht. Am liebsten würde ich jetzt hier eigentlich fast schon auf Einstand ziehen. Da ich aber den Trade länger laufen lassen will, mache ich es nicht, ja, sondern halte ihn jetzt wirklich im Bewegungshandel. Die perfekte Geschichte, wer läuft bis in diesen Bereich. Dann darf er nochmal korrigieren. Und wenn er sich dann aufbaut, okay, dann wären wir eigentlich in dem Szenario drin, was die Trendfortsetzung einläuten könnte. Also sprich, ich gehe von diesem Punkt aus, dass wir nochmal in diese Richtung kommen. So. Und ne, die Fachkundigen unter euch, ihr wisst, ich habe die Trendgrößen übersprungen, ja, eindeutig. Jo, das ist genau die Bewegung. Sehr schön, wunderbar, genau. Wir sind jetzt eigentlich, das Risiko von vorhin haben wir schon hinter uns, wenn er weiterläuft. Aber ich rechne eher mal mit einer Korrektur runter und da ist halt wichtig, dass die Tiefs möglichst nicht gekratzt werden. Aber schön aufgegangen, ja, freut mich jetzt. Gucken wir mal, was draus wird. Moment, ich nehme den Stop an das letzte Tief zurück, so passt es perfekt im Stopverlauf. Haben wir noch ein Risiko von 34, 35 Euro. Mal sehen. Wenn der Markt durchzieht, könnten wir vielleicht mit diesem einen lächerlichen Sieg die 100 oder 200 Euro aus dem Markt holen. Und das sind so Trades, die mich extrem freuen. Du musst nämlich nicht davor sitzen, musst nicht hoffen und bangen. Jetzt als Anfänger, ja, ich bange schon lange nicht mehr, aber kannst mit kleinem Risiko ganz bequem ein gutes Geld verdienen. Schauen wir mal, was draus wird. In dem Sinn zurück zu dir, Jens. Ja, schön, dass wir gewartet haben, aber jetzt ist die Stunde vorbei mit einigen Minuten Überziehung. Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Wenn Sie möchten, morgen schon wieder die nächsten Webinare. Guten Morgen DAX um 8.30 Uhr oder Punkt 10, um 10 Uhr dann natürlich halt unser Trade des Tages. Vielen, vielen Dank für heute. Machen Sie es gut. Achten Sie auf Ihre Trades und Grüße aus Berlin. Schlusswort vom Jochen. Jawohl. Vielen Dank, Jens, für die Co-Moderation. Ich würde das alles gar nicht können, ohne dass du mir da so hilfst. Und Sie sehen, im Euro-GBP ist uns der Markt davongelaufen. Okay, ist so, aber ja, vielleicht kommt er dann doch in die Geschichte, die wir vorhin gesagt haben. Im Dow Jones, nochmal, lassen wir ihn laufen. Ich riskiere es. Ja, der kann auch nochmal komplett runterkommen. Nicht vergessen, Ablaufstrend muss das rausgenommen werden. Das ist noch nicht der Fall. So, freut mich sehr, dass das so schön aufgegangen ist, dass Sie mir meine Hustenanfälle nachsehen. Und herzlichen Dank für die gut gemeinten Fragen, humorvollen Beiträge, ja, und Grüße und Wünsche. Freue mich immer drauf auf die ganze Community. In diesem Sinn, wir hören uns wieder am Donnerstagmorgen 10 Uhr. Ja, Trade of the Day oder Trading-Idee des Tages. Schauen wir mal, was bis dahin in den Märkten passiert. Macht's gut, euer Jochen Schmidt. Tschüss.